Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted im Multiplayer. Da ist gerade wieder jemand beigetreten, den ich kurz mute. Ja, dann können wir schon mal gucken, was wir schon für Modifikationen für unseren Lambo freigeschaltet haben. Aero, sehr gut. Ansonsten noch nichts. Ja, hier sollten wir in der letzten Folge springen. Das war die Challenge, aber das hat nicht so geklappt. Jetzt kommt ein Teamrennen. Vielleicht läuft es da besser. Ich denke, für Rennen ist der eigentlich ganz gut ausgelegt, tatsächlich. Aber wer weiß. What? Wie massiv war denn dieser Wagen? Also, Lambo hält wirklich nichts aus. Schneller Wagen, aber einer, der wenig tankt. Motherfucker ist im Spiel beigetreten, ja. Dann halt auch deine Fresse, Motherfucker. So. Gut, der Treffpunkt ist hier. Und das Teamrennen kann ja dann eigentlich nur in diese Richtung hier losgehen. Weil die andere geht's da soweit. Ich check das mal kurz. Was mir wahrscheinlich hervorkommt. Nee, hier ist Ende Gelände. Da bin ich doch ziemlich sicher, dass es hier lang geht. 16 Kilometer sind wir mit dem Aventador gefahren, das ist gut. Kurzes Getriebe, aber man darf nur Alltagswagen, habe ich gelesen. So, kann ich wenigstens nochmal das kurze Getriebe installieren. Und dann werden wir gleich wahrscheinlich jeden anderen Wagen geportet. Ja, dachte ich mir doch. So, es muss gerade ausgehen, alles andere wäre... What? Say what? Okay, die blockieren sich hier alle, freudig. Deswegen will ich einfach mal versuchen, hier durchzukommen. Siebter. Alles klar. Natürlich mit so einem absoluten Dreckswagen. Boah, scheiße, Mann. Was ist hier für ein Dreck? Was ist ein Dreck? Nee, wirklich. Das finde ich irgendwie gar nicht so geil, hier die ganze Zeit Runden zu drehen. Natürlich war er schneller als ich, klar. Warum auch nicht? Wollen wir mal sehen, was du für ein Motherfucker bist. Ja, Motherfucker ist schon weg. Wir sind auf Platz 9 zurückgefallen. Geil. Verzieh dich, Junge. Takedown an T-Mark. Ja. Lass ich selber mal Takedown. 12 von 49, alles klar. Das kann ja noch witzig werden. Versuchen wir wenigstens noch ein paar Takedowns zu holen. Boah, diese Hunde. Der Audi scheint hier der beste Wagen zu sein. Ich meine, das sind Stufe 71, Leute. Die wissen schon, was gut ist und was nicht. Hätte ich jetzt mal so gedacht. Boah, so ein absolut räudiger Parcours. Ja, Mother Chucker, du bist ein Mother Chucker. Sie alle versuchen mich irgendwie wegzubimsen. Das glaube ich kaum. So, Indian Racer, das ist der erste, Leute. Das heißt, der hat uns jetzt schön überrundet. Der müsste eigentlich gleich schon im Ziel sein. Eigentlich ist es ganz witzig. Aber irgendwie weiß ich nicht, warum wir am Start so scheiße verkackt haben. Es ist auch noch niemand im Ziel tatsächlich. Doch, jetzt. Indian Racer wurde erster. So, das ist der zweite. Lootvers. Dass wir keinen einholen. Das finde ich wirklich irgendwie traurig. Bei den letzten Runden haben wir uns jetzt nicht so schlecht geschlagen. Ja, richtiger Johannes. Ich hasse diesen Kerl. Ich werde doch von dem träumen, ey. Ich werde von Johannes träumen. Mark my words, Leute. Unglaublich. So, viel quietschende Reifen. Viel Tamtam um nix. Was ist das nun mal? Wo ist denn das scheiß Ziel? Okay, ein Kontrollpunkt noch, da ist es.
Achter. Naja. Gegner ausschalten für zusätzliche XP. So, Indian Racer spottet wieder irgendwelche. Johannes geht wieder auf mich. Richtiger Johannes. Junge, lass den Müll. Du legst dich mit dem Falschen an. Jetzt einfach alle versuchen hier noch irgendwie jemanden zu ficken. Nicht ganz witzig. Motherfucker. Pain. Ja, start me up. Pain hat er wahrscheinlich auch gespürt, als er die ganzen Mütter seiner Nachbarschaft gebumst hat. Aber die wahrscheinlich keinen. So kurz wie der Stängel von dem ist. Naja. Teamrennen endet in 25 Sekunden. Ja, besser ist es. Ich glaube, die Hinteren werden das nie hinkriegen. Oder doch? Wer weiß. Ein bisschen Zeit sollten wir ihnen hier lassen. So, Junge. Get wrecked. Schade. Da waren wir zu langsam für den Motherfucker. Jetzt muss ich eigentlich alles rauspieken. Dein Team verliert. Oh Wunder. Team Racer beendet 10 Teamrennen. Ja. Ein bisschen sind wir ja schon im Geschäft. Nicht lange, aber ein bisschen. Okay. Uff, wie unser Team aber mal komplett letzter geworden ist. Oder sah es nur so aus? Nee, ich glaube, es sah nur so aus. Team Racer. Das werde ich bestimmt als Nummernschild mir machen. Nur Alltagswagen. Herrlich. Ist der hier eigentlich schon hochgestuft oder kann ich den noch hochstufen? Ich will auf jeden Fall den Lancer. Den finde ich deutlich geiler. Light my fire. Light my fire ist eigentlich gut. Jetzt habe ich den Aventador freigeschaltet und kann ihn hier nur für ein Rennen benutzen. Oder was? Das ist nicht so cool. So, zum Abschluss der Speedlist jetzt also noch ein Speedtest und eine Challenge. Oh, bitte. Boah. Ich hasse es. Ich werde einen Mod entwickeln für NFS Most Wanted, wo man einfach alle mutet. Alle. Selbst sich selber, im Zweifel. Nee, aber das ist doch wirklich scheiße. Fahren wir lieber ins Sonnenlicht. Wunderschön, falsche Richtung am Arsch, Junge. Ich nehme nur den Weg des Zuges. Kleinen Schienenübergang. Wir machen leider noch keine Upgrades hier in dem jetzt drin. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber die schaltet man dann halt über die Zeit frei. Hat seinen besten Alltagswagen, wahrscheinlich seinen besten Exoten. Sein bestes Muscle Car. Das ergibt sich dann hoffentlich alles. Oh, so richtig schnell ist der Lancer jetzt auch nicht, ne? Also wenn dieser Johannes diesen Audi hat, dann ist wahrscheinlich der Audi das Sinnvollste. Könnte ich mir gut vorstellen zumindest. Gut. Dann nicht verzagen, wir machen einfach weiter. Jo. Und gehen baden in der See. Die Jungs sind alle am Treffpunkt. Ich weiß gar nicht, wie viele in der Lobby drin sind. Scheint wieder ein paar. Jo, tatsächlich. 11 weitere. Motherfucker. Fucking Motherfucker. Wartet auf Spieler. Tja, das kann man zum Lancer sagen. Nicht wirklich ein wunderschöner Wagen. Wir haben auch 0 Modifikationen freigeschaltet. Aber Spieler werden versetzt. Gleich geht es los. Wir sind auf Platz 7 in der aktuellen Speedlist. Mit noch Chancen nach oben. Dritter Platz wäre theoretisch noch drin. So, Spieler werden versetzt. Was ist die Challenge? Lighthouse Drift. Ja, ist ja wohl klar. Aber wo ist das Lighthouse? Sind wir hier schon am Lighthouse? Den längsten einzelnen Drift innerhalb der Parking Garage. Kann der hier überhaupt driften? Oh ja, oh ja.
89 habe ich. Nur nicht eliminiert werden. Okay. Mann, so kann man doch nicht driften, wenn die ganze Zeit irgendwelche Bongos im Weg sind. Junge, du sollst driften, nicht über die Klippe gedriftet. Guter Mann. Aber wir sind immer noch im Game, theoretisch. Wir könnten uns immer noch ein bisschen weiter hochfahren. So. So. Come on, come on, come on, come on. Länger, länger, länger. Ja. Jetzt geht's ab, Leute. Wir lassen uns von den ganzen Wichsern nicht irritieren. Wir überholen hier. Der Hurensohn. Wir hätten den ersten geholt. 472 Meter eliminiert von Motherfucker. Ja, der wollte den Konkurrenten ausschalten, der dreckige Hund. So ein Bastard. Na, immer ein zweiter. Nicht schlecht. Nein. Nein. Flüchtiger als letzter eliminiert. Ja. Da könnt ihr mal sehen, Leute. Am besten wäre es, wenn wir gar nicht eliminiert worden wären. Lande in 3 Speedheads in den Top 3. 1, 2, 3 Test. Okay. So. Letztes Ding für diese Speedlist, für diese Aufnahme, für diese Folge, alles. Jetzt kommt der große Abschluss, nämlich eine nette Challenge. Die nehmen wir natürlich. Johannes hat das Spiel verlassen. Halleluja. Zac Efron ist beigetreten, oder? Man will doch nur den neuen Spieler stumm schalten und direkt wird man hart in den Popo gebumst, wie auch immer. Mehr Plays ist dem Spiel beigetreten. Oder Messplays. Mehplays. Ja. Meh sind meine Gameplays hier teilweise auch. Also ich glaube, ich hatte diese Challenge aber schon mal. Muss man nicht da oben parken irgendwie? Uns mal um und überlegen, was es hier alles geben könnte. Ich glaube, so eine ähnliche Challenge hatte ich tatsächlich schon mal. Ich frage mich nur gerade, wie wir da hinkommen sollen. Die Map zeigt hier irgendwie Scheiße an. Ich glaube, man muss da von ganz hinten rein. Glaube ich. Ja, das sieht besser aus. Das sieht besser aus. So, wie war das noch? Man musste irgendwie hier hinten irgendwo hochspringen. So, Fahrleistung, fahre 8 Kilometer mit dem Lancer. So, kann ich jetzt theoretisch auf den Aventador wechseln? Darf ich das? Ich habe nämlich nicht die Begrenzung gesehen, nur Alltagswagen. Ja, die haben nämlich auch alle schon ihre guten Möhren am Start. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie ein Flitzebogen. Challenge into the Storm. Ne, die hatte ich noch nicht. Details siehe Ticker. Erreicht als Gruppe insgesamt 72 Beinahunfälle im Wasserkanal. In Callahan. Alles klar. Wenn ich gesagt habe, Challenge hatten wir schon mal, die hatten wir definitiv noch nicht. Aber gut, das probieren wir doch gleich mal. Junge, Beinahunfälle, du sollst mich nicht wegbumsen, Hure. Meine Güte. Glaubt man es denn? So, 4. Na gut, wir bleiben dran. Wir versuchen alles. Darf ich nur mal gerade fahren, bitte? Bitte, 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 bitte. Alter. Diese dreckigen Hunde. Challenge abgeschlossen. Na, da ist sie schon beendet. Fickt euch. Du wurdest 9. Ja, traurig, aber wahr. Das ging verdammt schnell. Ja, und damit ist die Speedlist durch. Gucken
gucken wir mal, wo wir uns platziert haben. Kein Ding gewonnen. Fast den Lighthouse-Schiff gewonnen, Leute. Den haben wir tatsächlich knapp nicht gewonnen. Fünfter Platz. Aber ein paar rausgegangen sind. Indian Racer hat am meisten Punkte. Ja. Solide Sache. Das heißt, ordentlich Speedless-Punkte. 19.000 nehme ich. Und in diesem Sinne, ja, verabschiede ich mich. Hier läuft jetzt eine Unterbrechung. Ich werde jetzt hier leaden. Die nächsten Parts werde ich dann im Multiplayer aufnehmen. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wieder eine Menge Laune gemacht im Multiplayer. Gerne öfter, gerne mehr. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.